Der Binger Mäuseturm ist ein ehemaliger Zollwachturm aus dem 14. Jahrhundert. Der Sage nach ließ ihn der Mainzer Erzbischof Hatto II. Erbauen. Während einer Hungersnot bettelten ihn die Armen an, ihnen etwas aus seinen reichlich gefüllten Kornkammern zu überlassen, was er ihnen jedoch verweigerte. Da sie aber immer weiter bettelten, ließ er sie in eine Scheune einsperren und diese in Brand setzen. Als er die Todesschreie der Menschen von seinen Gemächern aus hörte, soll er zu seinen Bediensteten nur höhnisch gesagt haben: Hört ihr die Kornmäuslein pfeifen? In diesem Moment krochen Tausende von Mäusen und Ratten aus allen Ecken. Der Bischof floh daraufhin mit einem Boot auf die Insel des Mäuseturms und schloss sich in diesem ein. Dort wähnte er sich in Sicherheit. Doch die Mäuse waren ihm gefolgt und fraßen ihn bei lebendigem Leibe auf. Noch heute erzählt man sich, dass man in mancher Nacht seinen Geist am Turm sehen könne. Wir sind jetzt beim Mäuseturm angelangt. Der Wasserstand ist so niedrig wie schon jahrelang nicht mehr. Und da ist der Weg, da kommt man rüber. So, das hier, das da ist der Weg hoch. Da kommt man in das kleine Wäldchen hier. Und da hinten ist dann der Turm. WSV.de. So, wir warten jetzt noch, bis es dunkler wird. Denkst du, dass noch irgendwas passiert? Denk nicht. Also ich hoffe mal schon. Wir sind eben die Lichter angegangen, haben eine Tür gehört, schließlich der Wärter. Und vielleicht kommen wir dann auch nochmal den Turm hoch.